müssen wir zurückspulen, das ist ja Teil 2. Ich hatte euch ja beim letzten Mal versprochen, im Video vom Teil 1, dass ich euch ein Bauteil oder sozusagen zwei Bauteile präsentiere, wie man das Ganze günstiger lösen kann, ohne Funktionsgenerator und ohne Oszilloskop. So ist der Bauplan jetzt hier, also so ist der Aufbau hier. Dazu werde ich nachher noch was sagen. Aber ja, vorweg, bevor wir anfangen, wenn ihr an der Zündanlage arbeitet, egal wo, das ist Hochspannung und Hochspannung bedeutet immer, dass es lebensgefährlich sein kann. Das heißt für euch, passt bitte auf in dem Bereich, wenn ihr da irgendwo arbeitet, nicht mit den Händen immer nah sein, wenn ihr was einschaltet, immer weggehen, ausreichend Abstand halten und niemals den hier machen, mit dem Finger irgendwo hin zeigen, wenn ihr seht, dass irgendwo Strom abfließt, also sprich die Energie abgebaut wird und den Blitz seht, wo er nicht sein soll. Ja, wenn ihr den da macht, dann kriegt ihr einen Zündfunken ab und ein Zündfunke bedeutet immer, dass es sein kann, dass euer Herz aus dem Rhythmus bringt und ihr dann Kammerflimmern bekommt und es wäre, glaube ich, nicht so gut. Deswegen passt bitte da auf, arbeitet immer gewissenhaft und immer ein bisschen mit Abstand. Bevor ihr was einschaltet, immer zurücktreten und von außen gucken. Ich benutze zwar in dem Teil hier ein Netzteil, aber die Spannung könnt ihr ruhig auch an der Stelle von der Batterie abnehmen. Ich würde euch nur dann empfehlen, wenn ihr das von der Batterie abnimmt, baut euch eine Sicherung 15 Ampere mit ein. Denn die Zündspulen sind für gewöhnlich so um die 15 Ampere abgesichert, ja. Und nicht, dass ihr irgendwie einen Kurzschluss vorsagt und dann macht es schön über die Batterie 70 Ampere oder so und dann schweißt ihr irgendwas zusammen. Also, wie gesagt, das Netzteil ist ja kurzschlusssicher. Im letzten Video habe ich ja schon gezeigt, wie man das mit Oszilloskop, Netzteil und Funktionsgenerator macht. Jetzt mache ich das einfach nur noch mit den zwei kleinen Bauteilen hier. Das ist ein Arduino und das ist hier eine Haarbrücke für Motoren. Ja. Ich habe das jetzt hier mal zusammengebaut und an der vorherigen Zündspule, auch wo wir beim letzten Mal benutzt haben, das werde ich euch dann zeigen. Das heißt, es wäre vielleicht gut, wenn ihr euch erst das Video von der vorherigen Zündspule anschaut und dann dieses, damit ihr so grob den Übergang hier hin habt. Also ich gehe davon aus, dass ihr euch das Video angeschaut habt. So, also wie gesagt, ich hatte euch versprochen um die 30 Euro und jetzt habe ich es gelöst mit zwei Bauteilen. Ich habe keinen Raspberry Pi benutzt, sondern ein Arduino Mega. Das ist der 2560 und das ist die Revision 3, also die dritte Ausführung oder so, wie das heißt. Wie so eine Haarbrücke. Eine Haarbrücke ist eigentlich nicht dafür gedacht, für das, was wir machen. Haarbrücke ist eigentlich Bauteil, wo gedacht ist, Motoren zu steuern. Ja, also, aber sie ist auch gedacht dafür, Ströme, starke Ströme zu steuern. Normalerweise ist es so, dass eine Haarbrücke, also die zum Beispiel, kann man eine Pulsweitenmodulation, also eine PWM-Signal erzeugen und dadurch Schrittmotoren, LEDs, was man auch möchte, dimmen und dementsprechend dann spielen. Ja. Ja, also wie versprochen, habe ich jetzt das Ganze gelöst für um die 30 Euro. Man kriegt es noch günstiger, ja. Also das Bauteil hier kostet dieser L298N, ja. Also diese L298N Haarbrücke kostet um die 2 Euro. In manchen Geschäften kostet sie ein bisschen mehr, dafür ist sie schneller verfügbar, also die kriegt ihr dann in 2-3 Tagen. Und ich habe sie jetzt aus China bestellt, 5 Stück, weil ich damit manchmal anders angespielt habe, hat 3 Wochen Lieferzeit gedauert und hat mich 10 Euro gekostet. Ja? Also man verliert da nicht viel. So, dieser Arduino, da gibt es mehrere verschiedene Typen von diesen Arduino. Ihr könnt gucken, ob ihr einen gebrauchten irgendwo bei eBay bekommt, ja. Auch von dem Typ. Die Dinger gehen eigentlich fast gar nicht kaputt. Die sind echt robust. Außer man macht an den Ein- und Ausgängen ein bisschen Mist, aber ja gut. Ihr braucht nicht den Mega, ihr könnt auch den Uno nehmen, also den kleineren von der Ausführung. Die Pin-Belegung ist die gleiche, nur dass hier der Teil einfach von der Platine wegfällt. Der ist halt ein bisschen kompakter, ja, und hat weniger Ausgänge. An sich braucht man das, also wenn man nicht vorhat, einen Roboter zu bauen, braucht man die ganzen Ausgänge gar nicht. Also nicht alle. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, bei dieser Haarbrücke die Belegung der Pins plus minus oder minus plus zu belegen. Das heißt, man kann das ganze Signal hier drehen. Das hat damit zu tun, dass man die Laufrichtung ändern kann oder nicht. Wir machen das so, dass einfach hier an der Stelle das Plus-Signal rauskommt, auf der anderen Seite das Minus-Signal. Das heißt,
Ich habe das ganze System so konfiguriert, dass wenn ich das starte, tut automatisch der Arduino schon sein Programm laufen lassen. Er läuft erstmal mit 1000 Umdrehungen, 2000 Umdrehungen, 3000, macht dann mal zwischendrin Pausen. Ich werde euch zeigen, wie man das Ganze programmiert und wie man das grob zusammenbaut. Das ist eigentlich wirklich nichts Komplexes. Ich habe versucht, möglichst einfach das Ganze zu halten. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht diesen Arduino Mega 2560. Ihr braucht diese H-Brücke, diese L298N. So, ich habe angeschlossen hier 10, 9, 8, 7, 6, 5 zu identisch auch auf der anderen Seite 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nichts verdreht, einfach so wie die Kabel hier rauskommen, habe ich sie da angeschlossen. Dann habe ich hier den Minuspol, den Pluspol, den Minuspol und hier kommt das Signal raus, aus dem Pin hier, ja. Aus dem Pin kommt das Signal raus, wo die gelbe Kabel rauskommt. Das gelbe Kabel kommt in unserem Fall, wir testen jetzt den Zündschwaffo 3 und 5. Kann ich hier ablesen, ja? Kann ich hier ablesen, 3 und 5 testen wir. So, und dementsprechend muss ich hier an den Pin ganz rechts außen, das habe ich aber schon im vorherigen Video gezeigt, links ist Plus, rechts ist Minus angeschlossen, dann Plus, der Arduino, ihr könnt den betreiben über seine USB-Versorgungsspannung, ja, ich betreibe das Ganze aber am besten gleich über die 12 Volt der Autobatterie, weil mir das einfach zu viel klumpatsch ist außerdem, wenn was kaputt geht, da gehen nur die zwei Bauteile kaputt, so macht ihr euch noch die USB-Ladestation kaputt. Also macht es keinen Sinn. Lieber so. Das heißt, ich tue hier die plus 12 Volt abnehmend zum Arduino. Jetzt kurz ein Exkurs, der Arduino hier, der Mega, erlaubt es bis 12 Volt, von 7 glaub, bis 12 Volt zu kriegen zu werden. Wir sind natürlich bei einer Autobatterie ein bisschen über den 12 Volt, 12,5. 12, was weiß ich was, ja, 12,4. Macht aber hier an der Stelle nichts aus. Wir betreiben das Ding ja nicht mehrere Stunden, sondern testen es vielleicht 2 Minuten lang. Bis dahin geht der Arduino normalerweise nicht kaputt. Es ist natürlich außerhalb der empfohlenen Bereiche, ja, also es gibt Bereiche, wo das empfohlen wird. Und es gibt dann die Maximum Ratings, nennt sich das, also die maximal aushaltbaren Bereiche. Ja, und wir sind halt ein halbes Volt drüber, aber das macht nichts. Es geht theoretisch mit diesen Maximal Ratings bis 24 Volt. Also sind wir noch gut dabei. Das heißt, hier an den Pin, bei mir steht da V-In, ja, schließe ich die 12 Volt an. Am Ground, nebendran ist Ground, ja, schließe ich einfach den Minuspol an. Das heißt, Minus, Minus, Plus, Plus, rotes Kabel Plus, ja. Hier die Dinger 1:1 angeschlossen. Und hier im mittleren Pin, hier, ja. Hier im mittleren Pin bin ich im Minus. Wichtig, der Pin hier oben, dieser Jumper, der Jumper hier oben, der muss stecken. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, dann hier die Anschlusspaare, das kennt ihr ja schon vom vorherigen Video. Wir wollen ja den Zündtrafo testen. Den Minuspol, das orangene Kabel, das ist hier ein bisschen dicker, weil es einfach von der zur Zündkerze geht. Einmal haben wir unseren Funkenflugtester, den habe ich jetzt mal eingestellt auf 1 cm. Das ist ja nur hier grober Test. Und unsere Zündkerze eingesteckt, weil wir ja hier Doppelkern-Zündtrafo haben. Das heißt, der Zündfunke wird doppelseitig erzeugt. Und ich hatte schon beim letzten Video erklärt, wieso. Gut, das heißt, so ist der Anschlussplan, so müsst ihr das anschließen. Dann zum Programmieren des Arduinos. Ich werde euch ein Programm online stellen, das ihr einfach auf das Viech draufjagt. Ja? Das ist so einfach zu machen wie, keine Ahnung was, wie Brot morgens kaufen. Ja? Ihr installiert kurz ein Programm, schließt es an, jagt es drauf, drückt Enter. Wenn alles gut ist, dann funktioniert es. Wenn es nicht, dann meckert euch das Programm, was nicht funktioniert. Aber für gewöhnlich geht's. Ich werde mir jetzt ein Arduino Uno noch kaufen, um zu testen, ob es auch auf das Programm auf den läuft. Jetzt der Test ist mit dem Mega. Beim nächsten Mal, wenn ich die Stabzündspulen teste, werde ich den Uno benutzen, ja, um einfach zu zeigen, dass es auch egal ist.
Auf welchen Dings? Man kann es auch mit einem Raspberry machen. Die Frage ist halt einfach. Ja, wahrscheinlich egal. Also ich habe das jetzt mal auf den Arduino gelöst. So, wieso ich die zwei Komponenten benutzt habe? Ganz kurz. Der Arduino ist sehr hoch verfügbar. Wenn er kaputt geht, könnt ihr am nächsten Tag neuen bestellen. Die Haarblücke genauso. Man kriegt die überall her. Ja? Also deswegen sehr verfügbare Komponenten, günstig, ohne Ende. Wie gesagt, es gibt auch von den Mega-Kopien, China-Kopien, die könnt ihr natürlich auch benutzen, kosten dann nur 10 Euro und das 2 Euro, dann seid ihr bei 12 Euro. Plus die paar Kabel und paar Abgreifer und Klemmen, ja, sagen wir mal 30 Euro seid, wenn ihr da alles perfekt machen wollt. Ja. Wichtig, wie gesagt, wenn ihr euch das an die Batterie anschließt, das werden wir beim nächsten Mal machen, wenn ich die Stabspulen teste, dann absichern mit einer Sicherung, ja, mit einer Schmelzsicherung, die ihr aus dem Auto habt. Wir haben schon beim einen Video, wo ich die Einspritzdüsen getestet habe, da zeige ich euch, wie ich so ein kleines Bauteil baue mit einer Sicherung, am besten sowas in der Art auch hinbauen. Gut, das heißt, wir haben das Ganze hier zusammengepuffelt. Die Zündkerze ist auf Minus, der Funkenfluggeber ist auch auf Minus, eingesteckt ist. Es ist auch sicher, der Zündtrafo angeschlossen. Jo, dann können wir mal loslegen. Starten wir mal unser Der Gerät. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Immer Abstand, Sicherheitsabstand halten. So, jetzt starten wir mal. Wie ihr seht, es läuft los. So, wie gesagt, und das Programm startet von alleine. Das heißt, das Programm ist so simpel gebaut, dass es immer wieder seine 1000, 2000, 3000, 4000 Umdrehungen macht und raus wird. Ich werde jetzt den nächsten Programm noch einbauen, dass wir ein Herz haben, dass wir wirklich auch testen können. Jetzt machen wir mal, schalten wir das mal ab, sonst wird das Ganze hier ein bisschen heiß. Muss mal aufpassen, ja, das wird schon heiß. So, ich zeige euch jetzt, wie man das programmiert. Ja? Ich gehe davon aus, dass ihr den Arduino, die Software zumindest installiert habt. Wenn ihr das Original gekauft habt, dann ist eine Anleitung dabei, wo man das, und ich glaube sogar eine CD, weil das ist in der Hülle dabei. Und wenn ihr das, sage ich mal, irgendwo gebraucht oder wie auch immer gekauft habt, dann müsst ihr die Software halt herunterladen. Die gibt es auf der Homepage, kann man herunterladen. Sucht über Google, das geht am schnellsten. Ich muss den Link jetzt hier nicht hinzufügen, weil, wie gesagt, der Link ändert sich so hin und wieder mal und dann habe ich einen alten Link drin und dann ist es blöd. Also, das heißt, ich werde jetzt euch zeigen, wie man es programmiert und dann, wenn das Programm drauf ist, muss man einfach nur den Arduino hier ein so zusammenstecken mit der H-Brücke und man kann loslegen, ja. Wenn ihr den Arduino Mega programmieren wollt oder einen anderen Arduino, müsst ihr ihn einfach mit dem PC per USB verbinden. Ich würde ihn einfach so, wie er ist, ohne irgendwas Angeschlossenes verbinden. Dann hört man das und dementsprechend ist er schon verbunden und wir können die Software starten. So, an der Stelle starte ich das Arduino, das ist die Version 1.6.12 und dann gehen wir einfach Datei öffnen, suchen uns die File heraus und das ist Zündfunken Version 1, dann öffnen wir sie. So, dann wird es geöffnet. Wir können das Screen überprüfen, das ist oben dieser Button, den wir anklicken müssen. Braucht das kurz ein bisschen, dann sieht man unten, dass er fertig ist und es keine Fehler angezeigt werden. Dann müssen wir noch auf Werkzeug gehen und überprüfen, ob die Arduino auch richtig ausgewählt ist. Dementsprechend müsst ihr einfach hier einmal überprüfen, ob der richtige Chip ausgewählt ist und auch da an der Stelle und auch ob der Port richtig ausgewählt ist, sprich über USB. Dieser COM4-Port ist es bei mir. Wenn es dann soweit fertig ist, dann könnt ihr einfach das auf Hochladen gehen. Dann braucht es ein bisschen. Und so, dann war's das. Fertig abgeschlossen. So einfach geht das. So, wie ihr gesehen habt, Programmieren eines Arduinos easy peasy. Ich werde euch den Download-Link für das Programm auf meine Homepage stellen. Dann könnt ihr das schnell zugreifen, wenn ihr es braucht, und einfach herunterladen und euch das Skript, müsst ihr es nicht abschreiben. Dann jagt ihr es drauf und schließt es richtig an. Und könnt ihr schon eine Zündspule mit Doppelkern testen. Wie gesagt, das ist eine Zündspule von AMX-Motor, ist vom Skoda Superb, Baujahr 2007. Ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Zündspulen gleich von der Pin-Belegung ist, ja. Deswegen müsst ihr vielleicht im Schaltplan, wo auch immer,
oder vorher messen, wo plus minus und wie das Ganze angeschlossen ist. Das, wie gesagt, ihr dürft jetzt nicht hergehen und das an ihre Zündspule, wenn die fünf Stecker hat und ähnlich aussieht, genauso anschließen, weil sonst könnt ihr sie beschädigen. Entscheidend ist an der Stelle, dass das eine Zündspule ist vom Skoda Superb. Das ist noch vom Superb, das ist ein 2,8 Liter Motor und ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nicht ins Halsesfeuer legen und sagen, das ist bei allen Motoren gleich vom Superb. Das wäre mir zu gefährlich. Deswegen, wie gesagt, für den 2007er AMX passt es. Der wird gebaut, glaube ich, von 2003 bis 2008, der 2,8 Liter. Eigentlich ist alles gesagt. Beim nächsten Mal werde ich Stabzündspulen testen. Da werden wir es ohne das Netzteil machen. Da werden wir es mit der Autobatterie machen. Und dann wird das sozusagen der Teil 3. Weil heute haben wir ja die Doppelzündspulen getestet. Ja, beim nächsten Mal die Stabzündspulen. Und ich wollte euch einfach nur zeigen, wie man mit um die 30 Euro rum so ein Spielzeug baut, wo man so eine Zündspule testen kann. Wie gesagt, so eine Zündspule hier kostet um die 200 Euro. Das hier kostet 30. Damit kann man ausschließen, ob die Zündspule defekt ist oder nicht. Hat seine Vorteile, würde ich sagen, ja. Für 30 Euro hat man einen Test, das kann wahrscheinlich nicht mal die Werkstatt hin, für 30 Euro die Zündspulen zu testen, weil das kostet einem, die Arbeitszeit kostet wahrscheinlich mehr. Da ist meistens bestimmt eine Stunde mit seinem Oszilloskop und was auch immer beschäftigt. Ja, das war der Teil 2. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Teil 3 kommt dann mit der Stabzündspule und mit der Autobatterie, dass wir sozusagen das Ganze nicht mehr mit Netzteil, sondern mit der Autobatterie lösen. Ich glaube, das war's. Bis zum nächsten Mal.